Wie bin ich in den Bereich Energie gekommen? Vielleicht durch meine Ausbildung. Ich bin ein gelernter Elektriker. Da habe ich aber eigentlich nur die Lehrzeit verbracht und bin dann gewechselt zur Berufsfeuerwehr Linz und habe da die Elektrotechnik übergehabt. Ich habe Fischteiche und einen Bach. Und eigentlich hat es mir immer leid getan, dass das Wasser noch ungenützt vom vorletzten Teich in den letzten Teich hinunterfließt. Und da man denkt, das müsste es möglich sein, dass man vielleicht probeweise mal eine kleine Turbine einbaut. Nachdem die Turbine 24 Stunden gelaufen ist, habe ich alle paar Jahre immer wieder die Lager wechseln müssen. Und da ist dann mein Gedanke gekommen, dass man heute sagt, Photovoltaik, da bewegt sich nichts. Und da war mein Schritt in die Photovoltaikanlage. Es gibt immer wieder Pioniere. Und ohne Pioniere entwickelt sich nichts weiter, weil wenn wir weiterhin unsere Umwelt so behandeln, dann wird die Umwelt zurückschlagen. Wir müssen den Mut dazu haben zur Veränderung und vielleicht ein bisschen mehr auf die Energiepioniere horchen. Mein Name ist Franz Amersdorfer, ich wohne in Zwettl an der Rodl und ich bin 24 Stunden Sonne.